Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die parlamentarische Demokratie, unsere pluralistische Demokratie lebt ja von zwei Dingen. Einerseits vom Konflikt in den meisten Fragen. Da müssen die Dinge in offener Debatte hart ausgetragen werden, im Meinungskampf und im Interessenkampf. Das ist die Grundlage einer erfolgreichen demokratischen Gesellschaft, aber nur eine Grundlage. Die andere Grundlage ist, wir brauchen in den grundlegenden Fragen unseres Gemeinwesens Konsens. Warum brauchen wir das? Weil in einer Gesellschaft, die ausschließlich von der polarisierten Debatte lebt, die Grundlagen gesellschaftlicher Entwicklung nicht auf Dauer gesichert werden können. Deshalb hat man ja zum Beispiel Verfassungen, die mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden, weil es für jede pluralistische Demokratie auch notwendig ist, sich auf einen Bestand gemeinsam geteilter Überzeugungen zu beziehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Frage, wie wir unsere Wirtschaft fit für die Zukunft machen, wie wir die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes in die Zukunft bringen können, dass das eine von den Grundfragen ist, über die ein großes Maß an Einigkeit erzielt werden sollte, jedenfalls, wenn es um die existenziellen Fragen geht. Warum? Weil diese Fragen über eine Legislaturperiode hinausreichen, weil sie die Bedingungen für künftiges Politikmachen definieren, weil sie die Grundlage dafür bilden, dass auch künftig ein starkes Gemeinwesen wirtschaftlich so ausgestattet ist, dass man auch andere Politiken auf dieser Grundlage machen kann. Und die Frage der klimaneutralen Transformation unseres industriellen Kerns ist sozusagen das Flaggschiff oder der Leuchtturm der Frage, wie wir die Wirtschaft zukunftstauglich machen können. Denn natürlich ist die Industrie nicht alles, aber sie bildet die Grundlage für ein ganzes Set von Zulieferern, von Dienstleistungsbetrieben, produktionsbezogener Dienstleistung. Sie schafft eine Grundlage, insbesondere in einem Land wie Bremen, dass wir wirtschaftlich überhaupt eine Zukunft haben. Und natürlich ist das nicht alles. Wir brauchen auch Start-ups, wir brauchen Dienstleistungen, wir haben zum Glück einen starken Logistikbereich und Häfen und müssen in vielen anderen Bereichen auch Entwicklungen vornehmen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne eine Zukunft der Industrie, Stahl, Auto, Flugzeug, haben wir als Bremen keine wirtschaftliche Zukunft. Und wir haben einmal erlebt mit dem Niedergang der Werftindustrie, wie der Niedergang eines Industriezweigs traumatisierend sein kann für ein ganzes Gemeinwesen. Natürlich gab es auch sonst Probleme für Bremen, aber das, was wir Anfang der 80er Jahre erlebt haben, dass innerhalb von 3 bis 4 Jahren 25.000 Industriearbeitsplätze weggefallen sind, das hat das Gemeinwesen schwerst getroffen. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, kann man doch auch nicht sagen, ich weiß nicht, ob nachher das Stahlwerk auch vielleicht ohne Subventionen kommen würde. Da müssen wir mal abwarten, ob das so passiert. Solange der nicht gesagt hat, der Chef von Arcelor, dass wir das Stahlwerk dicht machen. Insofern stellen wir dann auch keine Unterstützung zur Verfügung, wenn das Unternehmen das selber beantragt hat, sondern wir zocken mal mit den vielen tausend Arbeitsplätzen und gucken, was in Zukunft passiert. Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das ist doch keine verantwortliche Haltung. So kann man das nicht machen. Mit der Zukunft der bremischen Industrie darf nicht gezockt werden. Das ist glasklar. Und natürlich darf auch nicht mit dem Erreichen der Klimaschutzziele gezockt werden. Ja, das weiß jeder, der einzelne Beitrag aus Bremen und der Gesamtbeitrag rettet nicht das Weltklima. Aber wir wissen auch, wenn das die Argumentation ist, dann wird kein einziges Gemeinwesen irgendeinen Schritt machen. Selbst beim größten Gemeinwesen dieser Welt ist der Einzelbeitrag nicht geeignet, um das Weltklima zu retten. Aber umgekehrt wird doch ein Schuh drauf. Es gibt eine internationale Verpflichtung zur Erreichung der Klimaschutzziele. Die ist runtergebrochen auf die Staaten. Und in einem föderalistischen Staat wie Deutschland ist das nicht nur eine Sache der Bundesebene, sondern jedes Landes und am Ende auch jeder Kommune. Und deshalb ist es auch eine existenzielle Frage, dass wir unseren Beitrag
zur Erreichung des Klimaschutzes leisten, selbst wenn er natürlich objektiv gesehen für sich genommen im Promillebereich oder im kleinen Promillebereich in globaler Betrachtung ist. Aber dieses Argument ist doch einfach nicht zu Ende gedacht. Also, die Transformation unserer Wirtschaft ist eine existenzielle Grundfrage in wirtschaftspolitischer Hinsicht, die Sicherung von Arbeitsplätzen und in klimapolitischer Hinsicht. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir diese Transformation am besten hinkriegen. Und da ist ja nie ein einziger Mechanismus entscheidend. Da gibt es den Emissionshandel, da gibt es marktwirtschaftliche Mechanismen, da gibt es aber auch die Notwendigkeit zu investieren in Zukunftstechnologien und in zukünftige industrielle Betätigungen. Und am schönsten wäre, wenn das alles privat vollständig zu 100% erfolgen würde. Hätte keiner was dagegen, aber so ist die Welt nun mal nicht. Weil es gibt Unternehmen, die sagen, wir sind bereit zu investieren, aber die Rahmenbedingungen, die ökonomischen, sind derzeit noch nicht so, dass wir das machen können, weil dann würden wir Geld verlieren und das können wir nicht machen. Und das kann ich aus Sicht des Unternehmens auch nachvollziehen. Warum sollte ein Unternehmen Investitionen machen und tätigen, wo sie dann mit Ansage Geld verlieren? Und so wäre das, wenn jetzt die Stahlindustrie rein privatwirtschaftlich auf grünen Stahl umgestellt würde, dann würden die sagen, naja, das kann irgendwann mal in 2030 oder 2035 oder später kann das ohne Unterstützung vielleicht was werden, aber jetzt noch nicht. Und wir würden jetzt jedenfalls nicht anfangen, wenn wir keine Unterstützung bekommen. So ist das. Und deshalb haben wir ja auch nicht gesagt, wir tragen ArcelorMittal zum Jagen, sondern die haben einen Antrag gestellt, einen Antrag auf Förderung und mussten den sich genehmigen lassen in Europa bei der Kommission, weil dann natürlich die beihilferechtlichen Fragen geklärt werden müssen. Und das geht ja auch nicht so, dass man das beantragt und wird gesagt, okay, ihr könnt das Geld kriegen. Da sind ja seitenlange Vorschriften und Rahmenbedingungen. Ist ja alles genau ausgearbeitet, unter welchen Bedingungen die Zuschüsse fließen können. Und ja, es ist nicht, obwohl ich sehr optimistisch bin, zu 100% gesichert, dass diese Entscheidung getroffen wird in unserem Sinne. Ich bin sehr zuversichtlich, ich lese auch gleich noch mal ein Zitat des Chefs von ArcelorMittal in Europa vor, der ja heute auch schon erwähnt wurde. Aber ja, 100%ig ist diese Entscheidung nicht getroffen worden. Aber gerade deshalb, ich finde, das hat Jens Eckhoff sehr schön herausgearbeitet, gerade deshalb brauchen wir doch Planungssicherheit und Rechtssicherheit. Wenn jetzt der Eindruck entstünde, in Bremen ist das unsicher, ob wir unseren Teil leisten können, unseren Zuschuss, ja, dann würde tatsächlich die Diskussion anfangen, auch im Konzern, können wir uns da wirklich drauf einlassen? Und vielleicht ist das ja nur ein Jahr sicher oder nur zwei Jahre sicher, aber was ist in drei Jahren oder was ist in vier Jahren? Da brauchen wir doch Planungssicherheit und Rechtssicherheit, weil alles andere ist doch Gift für Unternehmen, die investieren wollen. Und das gilt nicht nur für die Stahlwerke, das gilt auch für alle anderen Projekte, die wir unterstützen, nicht zuletzt auch für die Kalienerneuerung beim Konverter, der ja auch oder die ja auch so wichtig ist, weil das ist ein Projekt, da hängen bis zu 1.000, 1.500 Arbeitsplätze dran. Also, wir brauchen diese Sicherheit. Wir brauchen Planungssicherheit und wir brauchen Rechtssicherheit, um diesen Sprung leisten zu können. Und deshalb haben wir auch das Gespräch mit der CDU genutzt, um diese Sicherheit herstellen zu können. Und ich zitiere jetzt trotzdem einmal den Herrn von Pöllförde, weil er das sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, bezieht sich da noch auf die Energiekosten, Spanien ist etwas teurer als Belgien, Deutschland etwas billiger, doch Deutschland strebt bis 2030 80% erneuerbare Energien an. Dann wird es die mit Abstand billigste Energie in Europa haben. In Deutschland erhalten wir deshalb einen Zuschuss von 1,3 Milliarden Euro. Das bezieht den Bundesanteil auch ein. Die Regierung will, dass wir in Deutschland bleiben und ab 2030 haben wir da auch guten Strom. Guten heißt finanziell angemessenen. Herr Bürgermeister, gestatten Sie sofort eine Zwischenfrage? Ich will damit sagen, die Richtung ist klar,
das wird aus diesem Zitat deutlich, eine hundertprozentige Sicherheit ist erst dann da, wenn der Konzern selber entschieden hat. Und jetzt ist es entscheidend, Planungssicherheit und Rechtssicherheit für den gesamten Prozess herzustellen, damit wir nichts tun, was die Tausenden von Arbeitsplätzen in Bremen gefährden könnte. Herr Abgeordneter Leitreiter, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Dr. Bubenschulte, mal eine Frage, die mich interessiert. Ist in den Millionen, die jetzt, das sind ja eigentlich Millionen zur Investition der Transformation, aber der Stahlpreis wird ja wahrscheinlich nicht wettbewerbsfähig sein. Die Subvention des Stahlpreises auf Weltmarktniveau zu kommen, die ist aber noch nicht finanziell gesichert. Also was da drin ist, ist, dass das natürlich eine Mischung aus CAPEX und OPEX-Förderung ist. Und natürlich ist das auch nicht so, dass da sofort ein Hochlauf mit grünem Wasserstoff von 0 auf 100 ist, sondern das ist ein langsamer Hochlauf. Einen guten Teil der CO2-Einsparung kriegt man auch schon hin, wenn man Gase einsetzt, die nicht grün sind, sondern erstmal noch konventionell hergestellt sind, ist trotzdem eine wesentliche Verbesserung gegenüber der reinen koksbetriebenen Hochofentechnologie, weil ja auch nicht nur der Wasserstoff eine Rolle spielt, sondern auch der Elektrolichtbogenofen. Das Ganze ist ja über einen langen Zeitraum sozusagen konzipiert, sodass wir so eine binäre Situation, jetzige Produktion und dann zu 100% grünen Wasserstoff überhaupt nicht haben, sondern einen kompliziert, detailliert beschriebenen Hochlaufprozess. Im Einzelnen muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, kann das meine Wirtschaftssenatorin vielleicht in der nächsten Runde noch viel besser darstellen. Wenn Sie mir, schon sehr gut, okay, ich nehme das Lob gerne an, aber wenn Sie mir an dieser Stelle erlauben, dass ich noch ein bisschen allgemein bleibe, aber das gibt, glaube ich, einen Eindruck davon, dass es nicht eine so simple Angelegenheit ist. Gut, also Planungssicherheit, Rechtssicherheit, so entscheidend. Das ist der Grund, ganz klar, warum wir auf die CDU zugegangen sind. Ja, das ist so. In Verantwortung dafür, dass nicht hinter jemand sagt, die Bremer und wussten doch gar nicht, was sie wollten, haben sich da immer gekloppt untereinander und die Finanzierung war noch nicht richtig klar. Und dann haben wir lieber entschieden, das da nicht zu machen. Das darf doch gar nicht passieren. Das kann doch eine verantwortliche Regierung, ein verantwortlicher Senat gar nicht in Kauf nehmen, dass so eine Situation entsteht. Und dann sind wir auf die CDU zugegangen, ja, ein bisschen dadurch motiviert, dass der Kollege Eckhoff in der letzten Sitzung vor der Weihnachtspause auch gesagt hatte, wir sind bereit, über die Stahlwerke-Frage zu reden. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir ein Gesprächsangebot. Und die CDU ist darauf eingegangen. Ja, und, ja, das ist für eine Oppositionspartei kein leichter Schritt. Oppositionspartei, deren Aufgabe verfassungsrechtliche ist ja, die Regierung zu jagen und zu sagen, das können wir besser als ihr. Und das wollen wir auch in jeder Sitzung und an jedem Punkt deutlich machen. Aber jetzt kommt meine Differenzierung, die ich am Anfang eingebracht habe. Ja, das gilt in den meisten Punkten. Aber es gibt existenzielle Fragen des Gemeinwesens. Da ist die Frage der Sache und da ist die Frage der Verantwortung für das Gemeinwesen eine zentralere als die kurz- und mittelfristige parteipolitische Auseinandersetzung. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen, für diesen durchaus ungewöhnlichen Schritt der CDU, meine Damen und Herren, ich will mich im Namen des Senats dafür auch ganz herzlich bedanken, dass Sie bereit sind, diese staatspolitische Verantwortung zu übernehmen, obwohl das tatsächlich Sie auch an der einen oder anderen Stelle in schwierige Debatten bringt. Ganz herzlichen Dank dafür im Namen des Senats. Nun war es natürlich nicht so, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, dass das einfache Diskussionen waren. Das waren harte Diskussionen, harte Debatten. Und die Regierung muss auch federn lassen in dieser Debatte. So gehört sich das, wenn man hinterher zu einer gemeinsamen Haltung kommt. Ja, der wichtigste Punkt ist sicherlich Zweidrittelmehrheit in den entscheidenden Fragen. Zweidrittelmehrheit bedeutet, dass die Regierung mitbestimmt, und zwar bis ins Detail, bis in das einzelne Projekt. Das ist so. Und jetzt stelle ich mich hier hin und sage, wenn man als Regierung erwartet und einfordert, dass die Opposition ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht wird, dann ist es
natürlich, dass die Opposition sagt, wenn wir die Verantwortung übernehmen, dann wollen wir auch mitentscheiden können. Das ist klar und deshalb haben wir uns, obwohl das durchaus eine sehr weitgehende Sache ist, haben wir gesagt, ja, das ist sachlich und argumentativ zu rechtfertigen. Und natürlich muss niemand jetzt befürchten, dass da eine Allparteienkoalition rauskommt, Allparteien sowieso nicht, oder eine ganz große Koalition, weil an ganz vielen Punkten bleiben natürlich die Unterschiede bestehen. So ist das wieder in der Differenzierung. In den wesentlichen Fragen des Gemeinwesens ist man im Gemeinwohlinteresse einer Auffassung und zieht an einem Strang, und in anderen gibt man sich ordentlich argumentativ auf die Mütze. So gehört sich das in einer parlamentarischen Demokratie. Und das soll sich auch nicht ändern und das wird sich auch nicht ändern. Was wir auch gemacht haben, ist in den Gesprächen, wir haben uns sehr genau nochmal die Haushaltssituation angeguckt und diskutiert, was kann man da machen. Und am Ende gab immer noch Restunterschiede, war aber klar, diese Summe, die ist ohne Sonderfinanzierung nicht aufzubringen. Und das ist ja nicht nur eine Situation, die wir in Bremen haben. Ich meine, die Schleswig-Holsteiner, viel größeres Land, finanzieren 153 Millionen kreditfinanziert für ihre Batteriefabrik, obwohl sie natürlich ein ganz anderes Haushaltsvolumen haben als wir. Und ich sage meinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern immer, wenn die sagen, naja, 450 Millionen, ist das nicht etwas, was man noch aufbringen könnte? Dann sage ich, naja, ihr müsst euch vorstellen, das wären in Niedersachsen 4,5 Milliarden. Und das wäre in Nordrhein-Westfalen 10 Milliarden, die über 4 Jahre in eurem Haushalt aufbringen müsstest. Und dann sagen die immer, okay, ich verstehe euer Problem, weil natürlich muss man das auf die Größe beziehen. Also bei echter Betrachtung und nicht polemischer wüsste natürlich auch die FDP, dass das aus dem normalen Haushalt so nicht aufzubringen ist, zumal ich habe mir eben noch mal ihre Pressemitteilungen der letzten Monate angeguckt, mehr Geld für Schulen- und Kitasanierung, mehr Geld für die Unterstützung von Eltern bei Klassenfahrten, mehr Mittel für den Rettungsdienst, City-Polizeiwache da bleiben lassen, wo sie ist, Wachstumschancengesetz, also sage ich mal, auch die FDP ist ja immer viel besser dabei, mehr Ausgaben zu fordern als konkrete Einsparungen im Haushalt. Und trotzdem haben wir auch in den Diskussionen, in der Verhandlung diskutiert, ja, wenn wir die Schulden aufnehmen, müssen ja auch Zinsen und Tilgung geleistet werden. Natürlich. Und das ist eine Belastung und es wäre schöner, wenn diese Belastung nicht notwendig wäre. Aber man muss sich auch mal die Entwicklung der letzten 15 oder 20 Jahre angucken, um das ein bisschen einzuordnen. 2010 war eine Situation, da mussten wir 25% unserer Steuereinnahmen für Zinsausgaben ausgeben. Also von jedem Euro 25 Cent. Das war irre. Das war sozusagen die Grenze der Handlungsfähigkeit überschritten. Mittlerweile sind es 10% oder ein bisschen drunter. Das heißt viel, viel weniger, viel, viel niedriger die Zinssteuerquote, als das vor 15 oder vor 20 Jahren war. Und wir haben zum Glück über das schlaue Hedgen der Zinsen auch noch bis weit in den nächsten Jahren, die unser Finanzressort vorgenommen hat, auch eine eher tendenziell sinkende Zinssteuerquote. Ich will damit nicht sagen, dass das kein Problem ist. Das ist es. Und das muss man sich auch immer angucken, was ist der Kosten-Nutzen-Effekt, meine Damen und Herren. Und man kann nicht das einfach leicht von der Platte wischen und sagen, das ist kein Argument. Aber wenn ich mir das angucke, wie sich das entwickelt hat, und wenn ich mir angucke, was die Kosten wären, wenn wir die wirtschaftliche Transformation nicht hinbekommen würden, dann muss man sagen, in der Abwägung ist das eine auch finanzpolitisch richtige und vertretbare Entscheidung. Und wie gesagt, damit leiste ich nicht einer Interpretation Vorschub, dass das immer richtig ist, koste es, was es wolle, Kredite aufzunehmen, sondern dass man genau gucken muss, wie ist die Situation, wie ist die Zwangslage, und welche Projekte erreicht man dadurch? Und da werden wir sicherlich auch noch sehr muntere Diskussionen führen in anderen Fragen.
ob es richtig ist, unsere BSAG zu retten oder nicht zu retten, ob es richtig ist, unsere Geno zu retten oder nicht zu retten. Aber das ist eine Diskussion, die werden wir künftig führen. Jetzt bin ich erstmal froh, dass wir in einer zentralen Frage unseres Gemeinwesens Sicherheit haben. Sicherheit auch und gerade für private Investitionen. Denn das, was wir mit den 450 Millionen hebeln können, das sind ungefähr 1,5 bis 2 Milliarden Euro, die entweder von Privat oder vom Bund kommen. Das sind 5% des bremischen Inlandsprodukts. Damit können wir einen richtigen Wachstumsimpuls setzen und einen wesentlichen Beitrag für die Zukunft unserer Industrie leisten. Und in diesem Sinne bin ich optimistisch und wir werden jetzt hart daran arbeiten, die gefundene Vereinbarung in die Praxis umzusetzen und hier ins Parlament einzubringen. Herzlichen Dank. Applaus